Also, willkommen zu meinem Talk. Ich werde etwas über Twig erzählen. Erstmal zu mir. Mein Name ist Walter Ebert. Ich bin freier Webentwickler aus Frankfurt am Main. Mache jetzt über 5 Jahre ziemlich viel WordPress. Meistens so richtig Custom WordPress-Projekte und weniger arbeiten mit Standard-Plugins. Und ich wollte was über Twig erzählen. Was ist Twig? Twig ist eine Template-Engine für PHP. Im Prinzip ist PHP auch eine Template-Engine. Die Frage ist, warum sollte man das machen oder kann man das machen? Es ist ja so, WordPress benutzt ja reines PHP und das funktioniert auch. Das Problem, was ich halt habe oder sehe, ist, dass der Einstieg für viele nicht ganz so einfach ist. WordPress hat so seine Eigenheiten, wie es funktioniert. Und es ist auch für Leute, die irgendwie von anderen Systemen kommen oder reinen PHP-Hintergrund haben, nicht immer ganz so einfach, um da einzusteigen und oft auch Sachen falsch machen, weil sie WordPress nicht verstehen. Es ist halt so, dass immer mehr Projekte Twig nutzen und daher könnte man das auch mit WordPress nutzen. Vorteile von Twig sind halt, dass man das HTML und das PHP trennt. Man hat ein Template, wo nur HTML drin steht, mit noch ein paar Sachen, die Twig betreffen, und man hat PHP-Code. Das ist auch der Grund, dass es für Anfänger einfacher ist, weil wenn man sich mit HTML auskennt, dann kann man HTML schreiben, dann braucht man sich nicht unbedingt mit PHP auseinanderzusetzen, was halt den Einstieg vereinfacht. Es sorgt auch dafür, weil HTML und PHP getrennt ist, dass die Sicherheit besser ist, weil man kann nicht versehentlich irgendwie PHP-Code schreiben und dann mit eine Sicherheitslücke einbauen. Was speziell für Twig interessant ist, ist die Vererbung von Templates. Heißt, dass man, wenn man ein Template hat, kann man die erweitern. Und dann braucht man nicht zwei separate Templates zu schreiben. Und halt, es gibt ganz viele Agenturen, die nicht nur WordPress nutzen, auch andere Systeme. Und wenn die halt Erfahrung haben mit Twig, können sie die Erfahrung halt bei WordPress nutzen oder wenn man mit WordPress Twig einsetzt, was auch für andere Projekte sinnvoll ist. Hier ist eine Liste von Projekten, die Twig schon nutzen. Es sind ein paar bekannte, vielleicht auch ein paar weniger bekannte. Symfony ist ein PHP-Framework. Twig stammt aus dem Projekt. Also der Hauptentwickler von Symfony macht auch Twig. Daher ist es in der Symfony-Community eigentlich der Standard-Template-Engine, was genutzt wird. Und jetzt Drupal 8 kommt demnächst raus. Die werden auch vollständig auf Twig umstellen. Und es gibt nur so vielleicht eher kleinere Projekte, würde ich sagen, so, die auch Twig nutzen. Drupal 8 ist immer die Frage von, wann kommt das? 19. November. Kommenden Donnerstag, und dann wird auch weltweit irgendwie Drupal Release Partys gehalten, auch in Berlin. Also wenn man mal Interesse hat, mal da sich zu informieren, kann man mal so eine Release Party besuchen. Gibt es eigentlich weltweit, in Deutschland auch in mehrere Städte. Es gibt natürlich auch Nachteile bei Twig. Man muss halt die Twig-Syntax kennenlernen. Und ist halt so, man hat die Twig-Templates, die werden kompiliert nach PHP und dann erst ausgeführt. Das heißt, man hat einen extra Schritt, wo der Code etwas langsamer wird. Aber wenn man sowieso ein Caching-Plugin nutzt, dann ist das eigentlich egal, weil man cached das komplette Output und dann ist der negative Effekt auch weg. Und ich habe es halt mit Twig halt so Webseiten gemacht und ich habe da nicht wirklich einen großen Unterschied gefunden. Integration mit WordPress gibt es schon. Es gibt ja das Themba-Plugin.
was halt Twig mitliefert und halt der WordPress für Twig verfügbar macht. Es ist nicht das einzige Plugin, was Twig einbindet. Es gibt ein paar andere, aber Timber ist das meist genutzte und auch das best gepflegte Plugin. Man kann Twig noch über Composer noch einbinden, aber das macht irgendwie nur Sinn, wenn man WordPress auch mit Composer nutzt. Wichtiger Vorteil von Timber ist, dass es eine Doku hat, was bei den anderen Plugins auch nicht, was ich auf jeden Fall nicht gefunden habe. Und das macht auch wesentlich einfacher, sich schnell einzuarbeiten in dem Thema und schnell zu Resultate zu kommen. Was man auch noch machen kann, ist Twig PHP-Erweiterung installieren. Das geht nur, wenn man auf dem Server Root-Rechte hat. Das ist dafür da, die langsamen Teilen von Twig, die sind als PHP-Extension programmiert worden und halt in C geschrieben und dadurch nochmal einen Performance-Schub geben. Ist aber nicht notwendig. Und wenn man die PHP-Erweiterung installiert, das ist nicht das vollständige Twig, das ist nur Teile, also man braucht immer noch den Standard Twig-Bibliothek, die halt mit Timber mitgeliefert wird. Wie sieht Twig jetzt aus? Die Syntax ist eigentlich ganz einfach. Es gibt so drei Sachen, wie man sich merken muss. Die wichtigsten sind halt doppelte geschweifte Klammer und geschweifte Klammer mit Prozent. Die doppelte geschweifte Klammer ist alles, was im Browser ausgegeben wird. Und mit Prozent ist halt alle Funktionalität. Wie sieht so ein Template aus? Mal ein Beispiel, wie man die doppelte geschweifte Klammer nutzt. Man hat HTML, wie man es halt so kennt. Und Twig übergibt halt an Twig Templates die Daten und die werden dann quasi wie eine Variable übergeben und man gibt im Prinzip nur die Variable aus. Das ist das Einzige, was Twig macht. Was man da noch als Erweiterung hat, dass man sogenannte Filter nutzen kann. Das sieht man hier zum Beispiel. Das Upper heißt, dass der alles groß schreiben soll. Also das ist so die Basisfunktion von Twig. Dann hat man halt die Logik, natürlich irgendwie eine If-Abfrage braucht man immer. So hier zum Beispiel Post-Thumbnail, ob der Post eins hat oder nicht. Wenn ja, dann Bild zeigen, wenn nicht, dann halt kein Bild zeigen. Macht irgendwie Sinn. Das sind halt die einfachen Sachen. Ja? Stehst du zur Zwischenfrage? Ja? Upper, da hätte ich noch eine Rückfrage zu. Macht er aus dem Upper dann einfach Großbuchstaben? Oder ergänzt er eine Klasse und macht das per CSS? Ja. Okay. Also die Frage war für das Video, das, was Upper genau macht, ob das intern oder CSS. Upper sind Filter, die in PHP geschrieben sind und die verändert die Ausgabe. Heißt, dass die auch als Großbuchstaben dann rauskommen. Da kann man auch über CSS natürlich machen. Das war aber nur ein Beispiel, es gibt noch ein paar andere Filter. Ich wollte jetzt nicht die ganze Liste von Filtern durchgehen. Man kann auch eigene Filter schreiben. Was eigentlich einzigartig ist an Twig, ist halt die Vererbung von Templates, was man hier zum Beispiel sieht, man hat Extends und hat man eine Base-Twig, das ist eigentlich so das Übliche, dass man ein Standard-Template definiert, wo man das komplette HTML reinschreibt und in dem Basis-Template Blöcke definiert. Und die Blöcke kann man halt überschreiben. Hier zum Beispiel Block-Content kann man halt sagen von der Post ist für eine Seite anders als für einen Beitrag.
Heißt halt, dass man halt die Base-Twig-Template nehmen kann und nur den Block-Content neu schreibt, wodurch das Template ganz kompakt wird, weil man hat nur die Basis-Template referenziert man und was anders ist. Und die Blöcke definiert man genauso wie mit Block und Block, Endblock im Basis-Template. Und das finde ich schon irgendwie eine ganz praktische Funktion, weil man viel weniger Code schreiben muss, wenn man unterschiedliche Templates haben will. Ja, einen Kommentar kann man natürlich auch schreiben. Kann sinnvoll sein, wenn man irgendwie in 2 Monaten noch wissen will, was man sich eigentlich dabei gedacht hat. Oder die Kollegen dann wissen, was du gedacht hast. Aber ist halt so natürlich, Kommentar ist nie die Pflicht, so eine praktische Sache. Ja, wie Timber arbeitet, ist halt, dass er die Standard-Template-Hierarchie von WordPress beibehält. Dass man die Template-Datei halt nutzt, um zu sagen, was genau für Daten ausgelesen werden sollen. Bei Timber ist es halt so, dass er halt mit GetContext alle Basisdaten von WordPress sammelt und in eine Variable übergibt. Und die kann man dann halt erweitern, zum Beispiel mit eigenen Sachen wie foo und bar. Es gibt halt so Helferfunktionen wie Timber Post, die einen Post sich holt. Und Kontext ist einfach ein Array, wo alle Daten in eine Variable gepackt werden. Und das übergibt man dann an ein Template, der es dann ausgibt. Das ist hier das einfachste Beispiel und das ist im Prinzip der ganze Code, PHP-Code, die man für ein Template schreiben muss. Also ist, für einen Einsteiger ist das wesentlich kompakter und verständlicher. Natürlich gibt es auch Posts. Eine separate Funktion für und die kann man auch nutzen, um Custom Queries zu machen. Das funktioniert eigentlich wie man es kennt. Man hat WP Query halt die Optionen, die man hat, die übergibt man und dann wird es aus Posts zurückgegeben. Übrigens die eckige Klammer kennt jeder. Das ist einfach die Kurzform für ein Array, die es ab PHP 5.4 gibt. Ich gehe mal davon aus, dass keiner älter als 5.4 nutzt. Das ist dann, wie man es dann ausgibt. Man hat einen For-Loop, wo die ganzen Posts drinstecken. Alles weiter ausgibt. Und For-Loop ist hier wesentlich einfacher als Standard bei PHP, weil das irgendwie die erste Hürde, die Leute haben, wenn sie The Loop in WordPress, dass das erstmal unverständlich ist, weil es relativ viel Code, die da im Template steht, die Leute, die keine Ahnung von PHP haben, erstmal verwundert gucken, was ist das alles. Das ist irgendwie verständlicher. Ja, was natürlich bei Funktionen wichtig ist, dass man halt eigene Sachen definieren kann. Timber liefert ein paar extra Funktionen mit, die nicht Standard bei Twig sind. Hier ist zum Beispiel der Excerpt. Ist eine extra Funktion, dass man übergeben kann, halt ein Parameter von wie lang das sein soll. Da muss man halt gucken, wenn man Timber benutzt, ist halt so, dass da Timber Sachen mitliefert, die nicht immer alles Standard-Twig-Sachen sein. Also da muss man immer gucken, ob es Standard-Twig ist oder nicht. Falls man in einem anderen Projekt, was nicht WordPress-basiert ist, das auch benutzt und sich dann wundert, warum funktioniert das nicht, dann ist es wahrscheinlich, weil Timber die Funktionalität bietet. Ja, im deutschen Sprachbereich ist es natürlich immer wichtig, irgendwie eine Übersetzung zu haben.
da hat Timber es eigentlich ganz einfach gemacht. Die haben einfach die WordPress-Funktion quasi kopiert. Das funktioniert das gleiche wie in WordPress. Also einfach mit einem Doppel-Underscore. Und was der Unterschied bei PHP und bei Twig ist, dass die doppelte geschweifte Klammer immer eine Ausgabe macht. Also braucht man nicht explizit zu sagen von ein Echo. Das macht er dann automatisch. Ja. Was Timber auch noch gemacht hat, dass er spezielle Funktionen definiert haben, also Function, Kurzform FN. Damit kann man PHP-Funktionen aufrufen, also auch die ganzen Template-Tags, die es bei WordPress gibt. Falls man die halt nicht neu implementieren will, kann man die halt nutzen, was den Einstieg wesentlich vereinfacht, weil Sachen, die man schon kennt, kann man dann auch nutzen, ohne dass man alles komplett in Twig umschreiben braucht, wenn man das halt nicht will. Ja. Wie funktioniert die Übergabe von Parametern? Weil jetzt heute schon, wenn ich jetzt bei eine Funktion, in der Funktion einen Parameter übergeben würde, ja. Wie ist das bei Twig dann abzugeben? Nee. Also die Frage war, wie man Parameter übergibt. Das ist funktioniert genau gleich wie GetSearchForm, nur die Parameter werden dann hier hinten dran geschrieben. Also hier ist der Komma, dahinter schreibt man die Parameter auf. Also ist fast 1:1 dann. Aber man kann da eigentlich nur Strings übergeben. Also wenn man Objekte oder Arrays, dann Arrays, nee, das glaubt, funktioniert nicht, soweit ich weiß. Nur mit Strings. Ja, was Timber auch mitliefert, ist Support für Advanced Custom Fields. Das ist halt so ein Plugin, was ich ziemlich oft nutze. Und naja, die Entwickler brauchen das selber auch, deswegen haben sie es halt umgesetzt. Und dadurch kann man halt mit Timber Get Field einfach aufrufen und Advanced Custom Fields nutzen. Was die Nutzung von Timber dann auch einfacher macht. Es gibt natürlich bestimmte Plugins, die ganz viel eigene Funktionalität bieten, die dann nicht 1:1 einfach so auf Timber übertragbar, auf Twig übertragbar sind. Aber im Prinzip ist bei Twig alles, was Standard in Templates gefasst wird und in den alles über Filter und Actions gemacht wird, kann Timber ausliefern. Da habe ich bis jetzt eigentlich keine größeren Probleme entdeckt. Wenn man Advanced Custom Fields Pro benutzt, gibt es ein paar so nette Sachen. Die Pro-Version bietet zum Beispiel den Repeater. Das unterstützt es halt auch. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch, wenn man es einsetzen will. Das ist auch ein Grund, dass ich Timber nutze, weil das halt ein paar extra Features hat, um die Integration zu vereinfachen. Wenn man mehr über Twig wissen will, Lara Schenk, hat vielleicht der eine oder andere schon mal den Namen gehört, Webdesignerin, die eigentlich WordPress immer mit Twig macht, die schreibt da auch ziemlich viel drüber. Die hat einen Sheet zusammengestellt, so ein paar praktische Tipps, was man oft nutzen kann. Ist also eine gute Erweiterung für die offizielle Doku. Und da kann man sich einen Haufen Sachen abschauen. Wenn man halt loslegen will und sagt, ich will Twig mal einsetzen, hat Upstatement, das ist die Agentur, die das Plugin entwickelt haben, ein Starter-Team bereitgestellt auf GitHub. Das ist natürlich den Einstieg wesentlich erleichtert, weil man kann es installieren, man hat schon irgendwie ein funktionierendes Theme. Wenn man wissen will, wie das genutzt wird, gibt es einen Showcase für Timber, wo ganz viele Seiten halt gelistet sind. Es gibt auch ein paar Beispiele,
die ganzen Themes zur Verfügung stellen, dass man halt gucken kann, von wie die das gemacht haben. Auch wieder hier, Lara Schenk hat eigentlich alle Themes, die sie für Kunden gemacht hat, auf GitHub hochgeladen. Soweit die Kunden da Genehmigung gab, dass es freigegeben wird. Und das sind halt so reelle Themes, also da kann man auf jeden Fall gucken, wie sie das gemacht hat. Und sich bei da Sachen abkupfern, auf jeden Fall gucken, wie da bestimmte Probleme gelöst sind. Sie hat auch Advanced Custom Fields genutzt, das war für Kevin McGrain, Seite war es, glaube ich, und MTN Meister. Also da kann man das auch schon sehen, wie das genutzt werden kann. Und man kann natürlich auf GitHub einfach nach Timber und WordPress mal suchen, weil es gibt mehrere Leute, die halt ihre Sachen veröffentlichen auf GitHub. Weiß halt nicht, wie gut die sind. Von Lara Schenk ist auf jeden Fall, die ist da voll mit dabei und die weiß, worüber sie redet. Und das war eigentlich auch, was ich so über Timber erzählen wollte und Twig und damit eigentlich fertig. Ich werde die Slides auf SlideShare hochladen und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören.